Hey, ich habe heute einen kleinen DM-Online-Haul für euch und wir fangen auch einfach direkt mal mit dem ersten Produkt an. Und zwar habe ich mir von Ebelin diesen Puderpinsel hier gekauft. Ich habe ihn auch noch nicht da rausgeholt. Ich glaube, ich kriege ihn auch gerade nicht da raus, weil er hier unten noch zu ist. Den habe ich mir gekauft, weil meine liebe Mirja vom Kanal Was Mir Gefällt in einem ihrer Favoritenvideos hat sie erzählt, dass sie diesen Pinsel schon Ewigkeiten hat, schon Jahre, und dass sie damit ultra zufrieden ist. Und deswegen habe ich mir den jetzt auch einfach mal gekauft. Ich habe momentan nur diese Puderquasten und die finde ich auch eigentlich ganz in Ordnung, aber ich finde es nervig, mir die immer wieder zu kaufen und die dann wegzuschmeißen, mir neue kaufen zu müssen. Das ist halt unnötiger Müll und deswegen habe ich mir jetzt diesen Pinsel hier gekauft und ich hoffe, dass meine auch Jahre hält. Von WC Frische habe ich mir Blau Kraftaktiv gekauft. Ich meine, wir hätten genau das hier schon mal gehabt. Ich bin mir aber nicht sicher. Wenn es dasselbe ist, dann waren wir damit zwar zufrieden, aber uns hat es ein bisschen genervt, dass es so schnell leer gegangen ist. Aber es war gut. Und dann kaufe ich es lieber ein paar Mal mehr als das, was ich jetzt habe, denn damit bin ich gar nicht zufrieden. Und ja. WC-Frische, ne? So ein Hängeteil, quasi ein Ohrring für die Toilette. Von Denkmit habe ich mir diese Feinwaschlotion gekauft. Eigentlich wollte ich einfach irgendein flüssiges Waschmittel haben, weil ich noch nie eins hatte. Und ich habe eben schon mal dran gerochen. Es riecht halt irgendwie frisch und gut. Und also ich habe an dem Geruch nichts auszusetzen. Ich habe es aber allerdings noch nicht verwendet. Und ich bin gespannt, wie das ist. Ich werde das, habe ich beschlossen, für meine BHs und meine weißen Tanktops nehmen. Und ja, ich bin gespannt, wie das ist. Wenn ihr das schon mal ausprobiert habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt und werde gleich mal eine Maschine Wäsche damit waschen. Als nächstes hätten wir hier von Aussie eine 3-Minuten-Miracle-Intensivkur mit australischem Macadamia-Nussöl. Und Freunde, ich schwöre euch, ich bin verliebt in dieses Zeug. Wenn man das essen könnte, ich würde es einfach essen. Ich habe keine Ahnung, ob alle Aussie-Produkte so geil nach Kaugummi riechen. Aber das hier tut es und das macht die Haare so geil ultra weich. Die Kur ist recht teuer mit ihren, ich glaube, 7,95, aber sie ist ihr Geld alle Male wert. Also ich würde mich auch freuen, wenn Aussie die Preise ein bisschen reduzieren würde, aber wenn nicht, ich kaufe es auf jeden Fall auch für die 7,95. Sind 250 Milliliter. Das Einzige, was ich daran echt auszusetzen habe, ist das hier. Da kannst du halt jetzt direkt drauf drücken und dann kommt dir das Produkt da entgegengespritzt. Da ist immer hier nur so ein Aufkleber drauf. Und man kann es halt auch aufschrauben, so. Und damit bin ich nicht ganz so. Ja, ich werde da kein Freund von. Ich würde mir die Kur zum Beispiel so niemals in den Koffer packen und sie mit in den Urlaub nehmen, weil ich einfach Angst hätte, dass sie ausläuft oder wenn da irgendwas draufkommt und das da reindrückt, ne, dass da halt Produkt rauskommt. Und also Geruch und Pflege richtig genial. Wenn ihr das noch nie probiert habt, kauft euch das auf jeden Fall mal, wenn ihr bereit seid, so viel Geld dafür auszugeben. Aber das mit dem Deckel ist schon echt ein kleines Manko. Dann hätten wir einmal von Shebeens diese Peel-Off-Maske, reinigt Poren tief. Ich meine, die hätte ich schon mal gehabt, ist aber schon ewige Zeiten her. Deswegen habe ich mir jetzt einfach nochmal eine gekauft. Ich finde es ultra cool, dass man die einfach so abziehen kann. Ob es dann auch wirklich in einem Stück geht, das wage ich noch zu bezweifeln. Wenn ihr damit Erfahrung habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin jedenfalls sehr gespannt und ich lasse euch dann in irgendeinem Aufgebraucht-Video wissen, wie ich diese Maske fand. Dann haben wir von Shebeens diese Anti-Pickel-Maske. Hier steht drauf bei unreiner und fettiger Haut. Ich habe Unreinheiten, aber keine fettige Haut. Ich würde sogar behaupten, ich habe auf jeden Fall in der T-Zone sehr trockene Haut. Aber ich habe mir die jetzt einfach mal gekauft, weil mich einfach diese Pickel in meinem Gesicht stören. Meistens kriege ich hier welche oder halt hier ist auch immer ganz schlimm. Und ich hoffe, dass die mir so ein bisschen dabei hilft, diese Pickel zu beseitigen. Und ja, habe ich noch nie gehabt, aber ich bin sehr gespannt drauf. Und zu guter Letzt hätten wir dann noch ein Beauty-Produkt und zwar einen Lippenstift.
Und zwar ist der von Maybelline Color Sensation. Das ist die Nummer 950 Magnetic Magenta. Das ist ein matter Lippenstift. Und ich habe ihn selbst noch nicht geswatcht oder so. Er sieht in der Kamera irgendwie aus wie Leberwurst. Also es ist kein Leberwurst, es ist so ein Pink. Ich werde ihn mal swatchen. Also auf dem Bild sah er ganz anders aus, fand ich. Ah, Kamera, stell scharf. Hier die Farbe könnt ihr jetzt eigentlich ganz gut erkennen, ne? Im Internet sah der irgendwie ein bisschen mehr rot aus und nicht ganz so Mädchen-Barbie-Pink. Aber jetzt habe ich ihn und dann werde ich ihn natürlich auch behalten. Ich bin gespannt, wie er auf den Lippen aussieht, wie die Haltbarkeit ist, ob man damit gut essen und trinken kann. Und ja, dann, wenn er mir gefällt, werde ich ihn natürlich öfters tragen. Wenn nicht, werde ich bestimmt einen Abnehmer dafür finden. So, das war jetzt mein kleiner DM Online-Haul. Schreibt mir doch bitte gerne mal in die Kommentare, ob euch wirklich die Preise der einzelnen Produkte interessieren. Weil, wenn sie euch nicht interessieren, dann werde ich sie nicht mehr hier irgendwo einblenden. Dann spare ich mir die Arbeit. Kommt gar kein Feedback darauf zurück, werde ich sie einfach weglassen. Nur so als kleine Anmerkung am Rande. Dann würde ich sagen, das war das Alltagsleben mit Moni und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Tschüss! Du bist eine richtig abgefuckte Kamera, ne? Kaum ist das Produkt nicht mehr zu sehen, machst du scharf. Ja, ich bin hier. Du kannst mich scharf stellen. Hallo! Wir sehen uns in einem meiner. Dein Ernst, Kamera? Jetzt, wo ich so im Flow bin? Wusa!